Ja, was wir hier sehen, ist ein originales Formel E Lenkrad. Für den Fahrer gibt es hier einige Sachen, die man einstellen kann. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Geht hier links los mit, was wir hier als Brake Regen beschreiben. Es ist im Prinzip das Mapping für die Regeneration auf der Bremse. Das heißt, der Motor speist beim Bremsen Energie zurück und lädt sich somit auf. Da gibt es verschiedene Settings, je nachdem, wie stark man es einstellen möchte. Hängt ein bisschen von den äußeren Bedingungen ab. Dann gibt es ein Pedal Mapping. Das ist hier im Prinzip ein extra Pedal, mit dem man genau das gleiche machen kann, aber eben ohne, dass man dabei die Bremse betätigt. Das heißt, man kann mit dem Motor bremsen und dadurch einfach Energie zurückgewinnen. Und das allerletzte ist die Torque Map, also im Prinzip dieses Motoren-Mapping. Da gibt es die verschiedenen Einstellungen. 6 heißt volle Leistung, alles geht vorwärts. 5 ist dann Renneinstellung und alles darunter ist eigentlich langsames Cruisen, sage ich mal. Das sind eigentlich die Hauptthemen, die man an diesem Lenkrad hat. Und es ist eine ganz schöne Aufgabe für den Rennfahrer und eine große Herausforderung für uns alle.